kennst mich. Ja. Du kennst mich von Schule her. Ja. Du kennst mich, was war ich für ein Kerl gewesen? Das sag ich dir doch. Ja. Und heute? Ein Wrack. Also erstmal um 12. Mit 12? 13. Nee, auf Disco. Du willst schon mal, wie das los. Ja. Hemmung abbauen, ne? Ach, das war Jux und Dollerei gewesen. Das wird Disco gewesen, Lutz. Sag mir da ausdrücken. Da trinkt jeder mal ein Glas Bier. Ja. Oder du vielleicht nicht. Einsatz in Penkun, Vorpommern. Television. Lutz Hartwig von der Beratungsstelle für Alkoholkranke auf Hausbesuch. Hallo. Komm, ich guck mir das an. Ich hab doch keine Angst. Komm mal. Prinz Sandmann ist wieder da. Therapie abgebrochen, die letzten Zigaretten verkauft für die Busfahrkarte zurück nach Penkun. Wieder in den eigenen vier Wänden. Wie war das schon so? Na, jetzt haben wir das so. Heinz kriegt nicht viel Besuch. Lutz Hartwig ist der Einzige, der mal vorbeischaut. Ich hab mir noch gekauft. Ach, hier, so was darf ich vor. Heinz hat Durst. Seit 3 Stunden nichts mehr getrunken. Das Geld ist knapp, der Pegel sinkt. Heinz braucht Klaren. Eine Flasche am Tag, Minimum. Der ist, den kann man trinken. Der hat 32%. Man noch wieder trocken drin. Ja, Mensch. Mal immer aussteigen. Treckerfahrer war Heinz Sandmann früher. Und vor allem Torwart. Heinz Sandmann, der große Rückhalt des Fußballvereins Traktor Penkun. Diese Kleben kriegen wir nun in Bayern. Mit ihm kam der Aufstieg in die Bezirksklasse. Oh. Aber ich meine, du hast ja Sport noch getrieben, so richtig. Na ja, klar, habe ich Sport getrieben. Sonst wäre ich gleich schon tot. Ja, dann liegt mir richtig los. Ne? Und durch den Sport mir auch. Wenn du Fußball gewonnen haben oder verloren, wir haben immer ein gutes Jahr zu ihnen saugen. Dann liegt das Wochenende erst los. Da konnte ich nicht trinken, da war ich ja noch Traktorist. Trägerwagen. Ja, da konnte ich ja eine Woche nicht trinken, dann nur Wochenende. Ja. Ja. Und dann hat sie jetzt nochmal ein klein bisschen gesteigert. So schön in der Schatz. Hartwig ist einer, von dem Heinz sich noch was sagen lässt. Jedenfalls eher als von seinem Bruder Klaus, der gleich nebenan wohnt. Naja, du hast doch keine Miete bezahlt. Und dann warst du weg, und dann haben sie das ausgehört. Nee, und dann hat er die ganze Zeit in den Stall gepennt. Ich denke, hier, warte, wir pennst du nicht. Du bist jetzt am Weg zum Aufhören. Die wollen jetzt helfen. Nur sag mal, jetzt ohne Missbrauch, würdest du da mitmachen, da zur Therapie mal mitfahren? Für der sogar Therapie, mitkommen. Therapie. Was willst du mit Therapie? Pro Jahr über 1000 Tote durch Trinken. 3-mal mehr als im Bundesdurchschnitt. Wenn es um Alkohol geht, ist Mecklenburg ganz weit vorn und Vorpommern Spitze. Lutz Hartwig, unterwegs für das Diakonische Werk und das Blaue Kreuz, der Mann im Außendienst. Früher war er selbst Hartbrenner, Schwerstalkoholiker. Da war ja 3-4 Liter am Tag, da war ja nur gar nichts. Und ja, dann hatte ich dann noch diese Brennspiritus. Dieses Spiritus, dieses 95%, die jetzt unverbleite müssen trinken, weil Geld knapp war, Kinder waren da. Und Hartwig kennt sein Metier. Zig Entgiftungen, immer wieder Rückfälle, 2-mal im Leberkoma. Niemand hat mir etwas auf ihn gegeben. Jetzt ist er seit 11 Jahren trocken. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind nur die beiden. Die kenne ich dann noch. Die sind davon Karlsberg. Mal sehen. Hallo, hey, Herr Grujatski, hallo, anhalten. Brrr. Hallo, Herr Grujatski. Ja, wer sind Sie? Hallo. Hallo? Ja, Lutz Hartwig. Hab keine Angst. Seine Kumpels von damals auf der täglichen Tour zum Getränkeshop. Das Geld für Schnaps und Bier gibt's beim Arbeitsamt. Arbeit gibt's keine. Sag mal, der klingt ein bisschen schlecht, dass es Dorf geworden ist. Wenn du Arbeitsamt gehst, du hin, Tag und auf Wiedersehen. Der ist er nicht. Ja. Hoffentlich man geht noch hin, ne? Sonst kommt man an die Sperre. Ne? Muss man, ja. Schafft ihr das immer noch alles? Ja. Heute ist Tag. Wer sich nicht zurückmeldet, kriegt keinen Mark. Ist 3 Monate nicht flüssig. 3 Monate. Ich habe 3 Monate hinter mir. Wie Sperre, alles auf die Nummer? Ja, und dann haben sie gesagt,
da müssen sie es in Kauf nehmen. Da kriegt 3 Monate Sperre genommen. Hätte ich die Eltern nicht, müssen sie nicht verhungern. Ja, das ist es heutzutage. Aber man kann doch eine Arbeit ablehnen oder was, ne? Ablehnen dürfst du. Einen Tag so spät gibt es keinen. Nein, ich meine hier. Der ist und ihr wollt doch nicht irgendwann mal aussteigen? Ach, noch nicht. Und bis jetzt noch nicht. Es gibt keine Arbeit mehr für uns. Ja, aber das ist ja kein Grund zum Trinken. Na, was soll man machen vor Langeweile? Man muss ja, aber man muss sich rechnen. Wenn man da um 5:30, 6:30 so. Aber ankommt, Meister. Duschen und alles. Das nee, nicht durcheinander, so ich verstehe bloß bei einem. Du redest 30 Minuten auf okay. Dieser Blume und dann so. Auf der Uhr. Das macht das Ding zu. Ach so, ja, wir müssen los. Der Shop macht zu. Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Ihr wisst ja, wo ich arbeite in Brinkhuhn, in der Superratungsstelle. Meldet euch mal. Lutz Hartwig macht nur ein Angebot. Ja. Tschüss, Ing. Tschüss. Aber wir treffen uns noch, ne? Ja. Jut. 10:50. Der Getränkestützpunkt macht pünktlich Mittag. Der nächste Kunde wartet in Brüssow. Hartwig hat die Eckdaten. Burkhard Fester, 40 Jahre, monatelang durchgesoffen. Krampfend von der Nachbarin vor der Haustür aufgesammelt. So tief im Dreck, dass er von sich aus seit ein paar Tagen keinen Tropfen mehr angerührt hat. Untergekrochen bei Norbert, der selbst schon lange trocken ist. Hallo, Norbert. Hallo. Ist Herr Fester da? Ja. Burkhard und die falschen Freunde. Wenn drauf ankommt, die besten Freunde, die vorher mit eingeballert haben. Ne? Solange ich meine Kiste mitgenommen habe und ein paar Flaschen oben drauf, war alles okay. Ne? Die wahren Freunde zeigen Sie jetzt, so wie Norbert. So genau so ist es. Du weißt ja selber, wie es ist, wenn du ohne Strom bist, ohne alles. Ich habe 7 Geschwister und von den ganzen Geschwistern möchte so gut wie keiner mehr was mit mir zu tun haben. Ne? Ich habe 8 Jahre lang noch nicht mal an Bier gedacht. Ja? Ich habe kein Bier getrunken, keinen Schnaps getrunken. Und dann kamen die Probleme mit meiner Ex-Dame. Ja? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Hast du schon 8 Jahre von ab? 8 Jahre, über 8 Jahre, fast 9 Jahre, nicht getrunken. Die ganze Zeit, wo ich mit meiner Ex-Dame zusammen war, die hat nicht einmal gesehen, dass ich ein Bier getrunken habe oder einen Schnaps oder irgendwie. Noch nicht mal zu Silvester, Weihnachten. Gar nichts. Burkhard Fester. Sein Tagespensum zuletzt: 2 Kisten Bier und 2 große Bomben. Korn. Hartwig weiß Bescheid. Mir hat mal einer gesagt, der hat den ersten Schnaps, der was so und so rauskam, der erste Schluck mit Wasser gemacht. Er sagt, du kannst doch nicht den teuren Schnaps ausbrechen. Oder mit Wasser. Komm, tut ja immer was. Immer Wasser. Ja, er kommt ja bloß noch dünn, so als wenn. Wie soll man sagen? Als wenn er. Galle. Als wenn grün. Grün so rauskommt. Ja, alles. Und dann tut er auch die Seite weh und das weh. Natürlich. Und Leber. Kommt alles hier noch mal alkoholisch. In der Erde. Alles, was mit Alkohol zu tun hat, hat hier Schnaps. Auch Brettspinners? Nee, so weit warten wir nicht. Ein 60.000 Mark Erbe verjubelt, versoffen vor dem Fernseher, verliehen an die liebe Verwandtschaft. Heute hat Burkhard Fester keine Wohnung, keine Krankenversicherung und keine Papiere. Also er muss jetzt zum Einwohnermeldeamt und muss sich erstmal ein Dokument holen. Er muss sich eine Wohnberechtigung holen für diese Einrichtung, wo er im Moment wohnt. Ne? Mein Ausweis ist und ja muss fertig. Nachweisen. Mein neuer Ausweis ist ja fertig. Wo ist er denn? Die ich wollen jetzt unbedingt vermerken. Geld haben und ich habe nun zurzeit kein Geld und check meinen Ausweis schon. Denn wenn Sie sich nicht ausweisen können, haben Sie auch keine Berechtigung, dieses Geld hier zu bekommen, verstehen Sie? Und wenn Sie den Antrag nachher oben abgeben in der Leistungsabteilung, da muss er den Personalausweis genau. Vorlegen, sonst nehmen die ihm den nicht ab. Genau. Die Suchtberatungsstelle in Penkun. Frank Seidler und Annelie Brussig vom Diakonischen Werk bereiten hier Burkhards Ausstieg vor. Ein Bett in der Sammelunterkunft, weg von den Saufkollegen. Diakonieprinzip. Ihr müsst richtig eine Notschlafstellenaufnahme machen. Dann müsst ihr die Dinge machen, auch Wäsche tauschen und so eine Sachen. Vielleicht auch mal duschen und so eine Dinge, dass das hier gleich so losgeht. Ja? Das wäre ganz hilfreich. Morgen. Frank Seidler managt all das, was nach Hartwigs Hausbesuchen ansteht. Therapie, Schuldnerberatung, Selbsthilfegruppe. Reinhard Richard aus Sommersdorf will aufhören. Für sich und für seinen 12-jährigen Sohn. Anmeldung zur Entgiftung, zu einem Leben ohne Wodka. Wollen Sie noch Kaffee holen? Ich will arbeiten.
Sie sehen aber auch, dass das so, dass Sie so keine Arbeit mehr finden. Ja, darum mag ich auch die Therapie. Ja, da, ich meine, da frage ich ja nach, ob ja. das für Sie so steht. Da magst du mich. Ja. Damit ich nicht jetzt zum Beispiel auf der Arbeit anfange und zum Beispiel das Weitertrinken tue und dann nach 14 Tagen, 3 Wochen wieder raus. Adios Mexiko. Ja. Hat keinen Bock zu. Hm. Wann war denn so Ihr erster Rausch? Also so richtig, können Sie sich daran erinnern? Den ersten Rausch hatte ich, wo ich richtig besoffen war. Da war mein Polterabend gewesen. Da war ich richtig besoffen. Vorher nicht? Nee. Aha. Naja, gut, was heißt ja besoffen? Besoffen schon. Hm. Aber nicht in dem Sinne, weil Sie gerade gesagt haben, richtigen Rausch hatten. Da war ein Polterabend, da war ich richtig voll wie ein Pisspot. Hm. Wann haben Sie denn geheiratet? Kann ich Ihnen nicht sagen, da hat alles vergessen, was ich vergessen will. Wie alt waren Sie denn? Da will ich mich dran erinnern, gar nicht mehr. Da muss ich 28 gewesen, wenn ich geheiratet habe. Ich will mich trotzdem nicht dran erinnern. Würden Sie wieder heiraten wollen? Ich? Heiraten? Ums Verrecken nicht. Ums Verrecken nicht. Also es geht um eine Spüle, Hängeschränke, also eine Küchenausstattung, ja? Ja. Die Spüle hat einem Schützling versprochen. Wenn Hartwig nicht liefert, wird er unglaubwürdig. Gasherd. Mensch, aber wenn das für mich machen muss, das war nämlich meine kleinen Sorgen eben. Jetzt hau ich ab. Tschüss. Der Suchtberater kommt nicht weit. Wenn du auch Alkoholiker warst, dann kennst du das doch, wenn du da drin hängst. Na, dann kommst du schwer raus. Ja. Genauso, ich hab ausgehalten manchmal bloß einen Tag oder zwei Tage, wo ich außer Entgiftung raus war. Heinzi ist vor der Beratungsstelle aufgetaucht, will nach dem Hausbesuch gestern wissen, wie es so aussieht mit Therapie. Da muss man sagen, ich möchte weg. Ja, also einmal egoistisch sein, ich möchte geholfen werden. Das ist meine Gesundheit. Genau. So muss man denken. Genau. Wenn ich noch ein paar Jahre leben will, genau. So hat mir der Dr. Walter auch gesagt. Genau. Wenn Sie noch ein bisschen leben wollen, dann müssen Sie eben damit aufhören. Mit Herrn Doktor kann man reden, ne? Ja. Wie viel hast du denn heute schon getrunken, wenn ich fragen darf? Na, heute habe ich zu Bier getrunken und einen kleinen Flachmann. Klein, klar. So. Wackelmann, ja, klar. Ja. Ich kann nicht Nee sagen. Jetzt ist schnell beeinflussen. Ja. Andreas, gerade zurück aus der Langzeittherapie in Seran. Soweit hat es keiner geschafft von Heinz Freunden. Schnulli, Knolle, Wilfried, der Dreizentnermann. Ist gut. Tschüss dann. Ja. Alle tot. Okay. Tschüssi, ich kann die Maßnahmen aufschließen hier. Heute Nachmittag ist Freddy dabei. Nach langer Trinkerkarriere in Torgelow endlich trocken. Seitdem nimmt Hartwig ihn gelegentlich als Assistenten mit auf Tour. Wolkig und trocken, die Temperaturen erreichen Werte zwischen 6 Grad auf Rügen und Hiddensee und 10 Grad im Hagenower Land. NDR 1, Radio MV. Zu Haus und unterwegs. Auf Hausbesuch bei Leuten, die trinken, die noch im Geschäft sind, wie Hartwig es nennt, da entscheiden die ersten 3 Minuten. An den Menschen rankommen oder rausfliegen. Hartwig hat es schwerer als mancher Vertreter. Ja, woher kommst du? Wer bist du? Ich sage, in der Suchtberatungsstelle bin ich ohne. Und auf wen ich denn auch, wenn ich meinen Bericht zu geben tue, damit mir der liebe Gott geholfen hat. Und das betone ich nochmal. Dann sagen sie mal, geh mir bloß mit denen weg. Ja, nee, und dann halten sie vor, ja, warum lässt der Kriege zu und Arbeitslosigkeit und. Da habe ich gesagt, darauf kann ich nicht antworten, aber ich kann bloß eins sagen, mir hat er geholfen. Und Ärzte. Ein kurzer Abstecher zu Peter Heiland, eine der leichteren Übungen. Der Quartalstrinker wünscht Kontrolle. Ich fasse es ja nicht. Das sieht ja aus wie ein Eigenheim. Alles verklinkern. Selbst die Hundehütte. Für Heiland die beste Therapie. Und dann mit Fallrohr und herrlich. Nach der Wende Baufirma gegründet. Zahlungsmoral mau. Heiland machte Pleite und trank noch mehr. 20 Entgiftungen. Irgendwie hast du dann doch mal das Bedürfnis, so zu sein wie alle anderen auch. Na, du willst mal eine richtige Familienfeier mitmachen und nicht alles andere, das kann eben gemütlich da eintrinken und du sitzt mit einer Kanne Kaffee da.
Vielleicht ist es doch immer der Hintergedanke da drin, vielleicht bist du doch kein Alkoholiker, ne? Das kann auch immer wieder. Das kommt ja dann, wenn es lange lüte, so anderthalb Jahre, vielleicht kannst du doch mal wieder versuchen, vielleicht wird es doch kontrolliert. Aber geht eben nicht, ne? Genau. Wo? Hartwigs Eintrittskarte zu Peter Möller ist die Lücke in der Küchenzeile. Spüle bereits im Penkun bestellt, kann Lutz vermelden. Als Gegenleistung darf der Suchthelfer sich mal umgucken. Und was hast du hier? Was war denn mal drin im Kühlschrank? Jo. Was soll man reinkriegen? Außer. Okay, hier kein Schnappen. Aber kein Schluck etwa. Das ist die Wochenration für Wochenende. Peter, bei dir verhungert deine Maus. Wie viel Miete zahlst du jetzt? 202 Mark. Peter Möller hat Schulden, bis Oberkante Unterlippe. Genau. Dann müsste ich mal blockieren. Musst du da mit? Wo, hast du den im Ofen? Für sein Leben gern bestellt Peter alles Mögliche per Telefon. Letzte Order, CDs für 300 Mark aus dem TV-Shop. Damit er wieder Land sieht, hat ihm die Schuldnerberatung Einnahmen und Ausgaben akkurat aufgelistet. Ich bin erfassungslos. Amt Graz, Ordnungsamt, Sozialhilfestelle. Ja, Stadt und Wahlschaft Frankfurt. Das sind die 100 Mark, wo du gesagt hast, die wird jeden Monat weggehen. Mit 400 Mark Sozialhilfe kann man keine großen Sprünge machen. Schick die CDs besser zurück nach Hamburg, lautet Hartwigs Tipp an Peter. Was denn hier irgendwie ein Schrank? Na klar. Pack mal hier hin. Wo hast du denn hier was von der Bühne? Wo hast du denn deine ganzen Arbeitslosenbescheide? Pack das da mal hin da. Tschüss wieder. Hier sind halt die Ohren steif. Ja, du auch, Mensch. Und wir sehen uns nachher nochmal. Prima, ja? Prima. Gut, prima in den Griff, ne? Genau. Und überleg dich mal bis nächsten Freitag, ob du dich entgiften lassen möchtest oder nicht, oder was? Ich werde mal unter den Kopf gehen. Ja, aber wirklich ist wichtig. Tschüss. Übermorgen ist Selbsthilfegruppe. Hartwig fährt schnell noch Klaus Mamulla erinnern, der war beim letzten Mal nicht da. Na, Klaus? Seit 14 Tagen kein Lebenszeichen von Malermeister Mamulla. Ja. Ja. Mama. Du trinkst aber noch diesen Sand, ja? Schnappst du gar nicht, ne? Nee, nur Wein da. Zeigst du mir mal das mal. Hier steht die Flasche drauf. Gib sie mir mal, ja? Zeug hier. Das ist doch so ein Fruchtsaft. Nee. Na, ja. Zwei Flaschen oder drei Flaschen am Tag. Was kosten denn nochmal? Ich komme mit Geld alles hin bis jetzt. Soll ich dir holen? Quatsch, ich fahr selber das Auto drin. Ach so, du hast ja einen Skoda jetzt, ne, oder was? Ja, schöne Garage drin alles. Bei so einem Zustand kannst du nicht Auto fahren. Nee. Da riskierst du dir und andere Leben und alles. Bis Mittwoch bin ich ausgenüchtert. Dann trinkst du heute nur noch und dann ist Schluss? Mehr hab ich nicht mehr. Und dann geht das? Dann geht's wieder. Dann muss ich ja normal werden. Wollen wir da mal irgendwann mal wieder eine Entgiftung mal anstreben? Ja, Schwester Uli sagt. Ja. Scharf, ich weiß auch nicht. Langsam. Dranbleiben, nicht locker lassen, auf die Nerven gehen. Das ist Hartwigs Job. Der Rest muss von Mamulla kommen und von all den anderen. Tschüss. Klaus. Genau. Kopf hoch. Am Möhrig da. Mütter, ich hole dich. Bloß in das Auto setzen, das ist zu gefährlich. Ja, ich kann nicht selber fahren. Mütter. Tschüss. Haus Mutter. Jawohl. Wochentag bringst du noch nicht durch, Alter, ne? Ach. Ja, in Ordnung. Tschüss. Normal, tschüss. Jo, mach zu hier. Okay, tschüss. Für 6 Stunden am Tag wird Lutz Hartwig bezahlt. Doppelt so lang ist er meist auf Achse. Frau und Kinder sehen ihn selten. Papa wird gebraucht. In Penkun und Umgebung. In Gumnitz, Storkow, Wollin, Hintersee. In ganz Vorpommern und im nördlichen Brandenburg. Ja.
Morgenappell in der Beratungsstelle. Vom üblichen Ablauf her ist das so, dass wir uns 7:30 morgens hier treffen. Alle zusammen. Alle hier haben ein Ziel. Weiter trocken bleiben. Leben. Ohne Alkohol. Sie arbeitet therapeutisch. In der Regel für jeden ein Angebot. 7.50 Uhr. Die Arbeitstherapie beginnt. Mauern, malen, tapezieren. Wieder etwas Sinnvolles tun. Die drei Neuen müssen zum Zahnarzt. Burkhard Fester ist dabei, seit heute wieder krankenversichert. Das Geld für seinen Ausweis hat das Blaue Kreuz vorgestreckt. Solange Alkohol alles ist, sind Zähne Nebensache. Da war ich aber nicht mehr versichert gewesen, sollte ich 2.500 Mark bezahlen für 4 Zähnchen. Den ziehen wir noch raus. Nee, der bleibt. Mehr als ein trockenes Brötchen hat Burkhard in seiner harten Phase sowieso nie runterbekommen. Was man isst, kann man noch trinken, lautet eine Säuferregel. Wir müssen dann ja gleich zum Arbeitsamt, ne? Was? Wir müssen dann auch Vormittag gleich zum Arbeitsamt. So, wo sind die größten Beschwerden? Wo? Ja. Auf der Seite? Da habe ich mal eine Füllung drin gekriegt. Und die ist mir mit der Zeit raus. Und dann Pase war ich bei meinem Cousin so Silvesterfeier mal gewesen, so schon 2 Jahre her. Und da bin ich in eine Schlägerei geraten. Ne? Ach so. Und da haben sie mir die ganzen Zähne rausgeknallt. Ach, unten? Ja, unten alle rausgehauen. Und da hat er. Und danach waren Sie beim Zahnarzt? Da war ich nicht mehr gewesen, weil ich nicht versichert war und alles. Und seitdem ist da eine Pause. Ne? Aha, okay. Dann schauen wir es uns mal an. Penkun, letzte Ausfahrt vor der polnischen Grenze. Endpunkt-Nachteil, sagen die Volkswirtschaftler. 30% Arbeitslosenquote. Lutz Hartwigs Job ist krisensicher. Alkohol hat Dauerkonjunktur. Vor der Wende, nach der Wende, aus Langeweile und vor Stress. Bei zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit, immer. Hier in Karlsberg gibt's keine Kneipe, kein Kiosk und keine Kaufhalle. Der Schnaps fließt trotzdem. Lutz weiß das nur allzu gut. Seine Trinkbrüder von damals haben schlechte Laune. Wohnung, Arbeit, alles scheiße. Aber bloß dieses Alkoholproblem, das löst ja nicht diese Wohnungssituation und die Arbeitssituation nicht. Das nicht, das stimmt. Das stimmt. Aber das ändert nicht. Man hat den toll für 2 Stunden, aber dann ist aber Feierabend. Okay. Ja, aber was soll man heutzutage machen? Wo ist ja im Juni? Nicht lang ruhig, immer schön. Ja. Voriges Jahr im Juni haben wir eine Umschulung gemacht, so 2 Monate. Ja. Da hat das der eine, der gesagt, der was die Umschulung gemacht hat, Kinder, der Mensch war 57, Kinder hat das so den 57-jährigen Mensch gesagt. Und das ist eine Umschulung, das ist keine Umschulung, wenn man da kommt. Arbeitsamt gehst hin, Tag und auf Wiedersehen. Arbeit kriegst nicht. Naja, aber du musst melden. Hartwig macht sein Angebot. Zum zweiten Mal. Was? Du sagst melden. Meld dich doch mal bei mir in der Beratungsstelle. Wenn er wollt, aussteigen. Einfach aussteigen. Sagen, Lutz, komm jetzt. Entgiftung. Eine Entgiftung hat doch einer von euch beide noch nicht, ne? Was? Krankenhausentgiftung. Was für dich? Nach 4 Jahren auf Hausbesuch kennt Lutz das Spiel. Ja. Ach, hier ist so was brauchen wir nicht. Noch nicht. Wir trinken ja nicht alle Tage. Wir trinken nicht alle Tage. Wenn wir Lust haben. Peter, aber süchtig sind wir nicht. Richtig davon nicht. Süchtig sind wir nicht. Wir kennen süchtige Leute. Die waren aber hier so ein Lächeln, aber schon unter der Erde. Ja. Der hat die Soffen besoffen und dann Sorgen. Wieder die Augen aufgemacht und wieder weiter. Hier wird die Trucken nicht da, Junge. Du, was ich sagen würde. Die Katze hat den Halsband um. 18 Katzen habe ich. 18 Katzen. Aber ja. Nur die Leute, wenn sie in der Gruppe sind sie heute nicht zu packen. Hartwig kommt wieder. Nee, das nicht. Ja, Frau Richard. Reinhard Richard kann entgiften. Alle Anträge sind durch. So, Reinhard, nur schneiden wir es mal an, ja? Das ist wichtig. Och, das noch. Natürlich. Ich weiß, 80 Mal. 3 Wochen Krankenhaus, mit Tabletten runter auf 0, dann 3 Monate Therapie. Mutter kümmert sich so lange um seinen Sohn. Tschüss. Die Landstraße nach Ueckermünde kennt Reinhard aus dem FF. Döde, Dennis Bock.
Früher als Berufskraftfahrer täglich mit dem Kipper zum Kieswerk. Dies war seine Strecke. Motorradführerschein, PKW-Führerschein und. So. Den hatten Sie ja irgendwann mal weggenommen, ne? Den Führerschein oder was? Lutz, den Führerschein haben Sie mir schon. Wann war es gewesen? 19 haben Sie den Führerschein schon abgenommen. Ja. 2 Stunden Fahrt. Die ortsansässigen Taxifahrer machen gern die Entgiftungstouren. Lutz Hartwig bringt seine Leute lieber selbst. Aber wenn man Messer anstinken tut, Krankenhaus. Reinhard, weiß ich, das ist ein bisschen mit Angst und so verbunden, aber in dieser Situation bleibt nichts anderes wie Krankenhaus. Genau, Lutz, ich sehe es ja selber ein. Genau. Ich weiß, damit es unabkömmlich ist. Genau. Aber bloß, ich kann mir mit der Situation einfach nicht abfinden, ich im Krankenhaus. Guten Tag, die Suchtberatungsstelle, bin gut. Ja. Eine Neueinweisung. Guten Tag, kommen Sie doch rein. Kreiskrankenhaus Ueckermünde, Station 4, Suchtabteilung. Wir befinden sich jetzt hier erstmal im Intensivzimmer für die Zeit des Entzuges. Hier werden Sie auch mit einer Kamera überwacht. Die hängt da oben. Geht das denn? Guten Tag, ich bin Schwester Elke. Reinhard Richard hat gehört, was Entgiften bedeutet. Zittern, Krampfen, manchmal Delirium. Und wie fühlen Sie sich so? Sind Sie unruhig oder? Ja. Können Sie mal so die Hände vorhalten, dass ich sehen kann? Ja, ist ja alles noch ganz in Ordnung. Das ist ein bisschen anstrengend im Moment. Ab jetzt wird jede Stunde der Pegel gemessen. Bisschen. Ja? Immer weiter. Kräftig, weiter. Gut. Haben Sie es geschafft. Das jede Stunde. Mhm. 2,20 Promille. 2,2 noch? Ja. Kann ja gar nicht sein. Von 100 Alkoholikern lassen sich nur 10 zum Ausstieg bewegen. Von diesen 10 schafft es langfristig nur einer. Die meisten scheitern an der Abstinenz, weil sie sich vornehmen, nie wieder mehr zu trinken. Oder lebenlang nicht mehr zu trinken. Das ist hart. Man muss immer sagen, heute trinke ich nicht. Was gestern ist, ist vorbei, was morgen ist, hat man in der Hand, aber heute, jetzt. Also im Jetzt, wo leben.